liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, in unserem heutigen Beitrag wollen die Mitarbeiter der Arche Noah allen Besuchern danken, die zur Tierweihnacht am vergangenen Samstag Sach- und Geldspenden übergeben haben. So voll wie dieses Mal war der Gabentisch selten. Es war gut zu erleben, dass vielen Menschen die gestrandeten Tiere in der Arche Noah sehr am Herzen liegen. Außerdem gibt es noch eine weitere gute Nachricht. Die beiden vor einer Woche vorgestellten Katzenkinder konnten in gute Hände vermittelt werden. Heute stellen wir für dieses Jahr die letzten Tiere zur Vermittlung vor, denn ab dem 19. Dezember werden keine Tiere mehr abgegeben. Wie in der letzten Folge schon erwähnt, sollen Tiere keine Weihnachtsgeschenke werden, die nach dem Fest möglicherweise zurückkommen. Die drei gefundenen Geschwisterkätzchen machen also den Jahresausklang der diesjährigen Tiervermittlung. Es sind noch Katzenkinder, die etwa im Juni zur Welt kamen. Die zwei Katzenmädchen und das Käterchen wurden in Goldbach ohne Zuhause gefunden. In der Arche Noah sind die drei sehr verschüchtert und gehen nicht gleich auf Menschen zu. Sie kuscheln sich lieber aneinander und geben sich gegenseitig Sicherheit. Geht man auf sie zu, lassen sie sich streicheln und nehmen. Die Sampfpfötchen gewöhnen sich bestimmt schnell an liebe Menschen und ein neues Zuhause. Sie werden einzeln vermittelt und sind im Tierheim bereits kastriert worden. Wenn jemand zwei oder gar alle drei Sträuche möchte, spricht natürlich nichts dagegen. Auf jeden Fall sollen sie ein neues Zuhause mit Freigang bekommen, da sie in Freiheit geboren wurden. Natürlich brauchen die Katzenkinder eine Zeit der Eingewöhnung, bevor sie ohne Aufsicht umherstrummern dürfen. Auf jeden Fall bringen ein, zwei oder drei Kätzchen das Leben in Schwung. Die Mundwinkel gehen automatisch öfters nach oben. Das Leben macht einfach mehr Spaß. Das Tierheim der Arche Noah wünscht allen Tierfreunden und Tierfreundinnen eine frohe, besinnliche und fellnasenkuschelige Weihnachtszeit.